jetzt ein Tutorial oder Einführungsvideo, wie man am besten iNaturalist-Daten exportiert und importiert und weiter bearbeitet. Dazu gehen wir einfach zuerst auf iNaturalist und ich mache das über Entdecken. Und im Grundprinzip suche ich hier schon mal, was ich will. Nehmen wir das Beispiel, was du gesagt hast mit den Fledermäuse, ich weiß gar nicht, was du Chiroptera. So. Also zum Beispiel möchte ich in Österreich alle Fledermäuse. Hätte ich es hier schon eingestellt, weil hier sind wir Österreich. Und dann über Filter sehen wir hier einen Herunterladen-Button. In diesem Herunterladen-Interface könnte ich weiter die Suche definieren. Beziehungsweise was wichtig ist, ist hier weiter unten die Spalten. Es ist eigentlich egal, wenn wir zu viele Spalten haben, die können wir später entfernen, aber was ich immer recht interessant finde oder hilfreich ist hier unten die Taxon-Spalten, weil die können uns dann beim Gruppieren, zum Beispiel in Überkategorien oder so etwas helfen. Und da ist zum Beispiel sowas wie, wenn wir Klasse, Order oder auch Family, ist recht sinnvoll, diese immer beim Export mitzunehmen, beziehungsweise man könnte auch einfach alles anhaken mit den Button hier. Und die, was man nicht braucht, kann man dann eh später wegnehmen. So, dann klicke ich mal auf Export erstellen. Je nach Datensatz kann das ein bisschen dauern und er sagt es selber. Ansonsten schicke ich es mir per E-Mail zu oder ich warte hier ein bisschen. Da der Datensatz recht klein ist, ist es recht schnell gegangen. Und hier kann ich es jetzt runterladen. Und ganz unten sieht man immer Exporte, die man schon mal gemacht hat und könnte die nochmal einfach herunterladen. Wir laden jetzt den letzten Export herunter als CSV und er kommt aus ZIP und CSV runter. Jetzt speichern wir das. Wir bekommen eine ZIP-Datei. Bei mir schaut es halt ein bisschen anders aus am Mac, aber im Prinzip schaut es überall ziemlich gleich aus. Die ZIP-Datei müssen wir halt entpacken, dass wir zum CSV kommen. Wenn wir das jetzt mit Excel einfach öffnen würden, und ich gehe mal davon auf, das wird unter Windows das gleiche sein, geht es natürlich nicht. Weil Excel kann nicht native, also von sich aus, die CSV-Datei so lesen, sondern sie muss importiert werden. Dazu am besten einfach in Excel ein neues Excel-Sheet aufmachen. Und wie gesagt, schaut bei mir jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders aus, aber unter Daten, ich habe auch die englische Version, also Daten müsste es in Deutsch heißen, gibt es den Import hier vom Text. Und wenn ich hier vom Text klicke, ist damit auch CSV gemeint. Und dann kann ich mein CSV importieren, getData. Und hier setzt man auf limitiert mit einem Zeichen. Und hier File Origin ist wichtig, das erkennt Excel auch meistens nicht. Und hier stellt man am besten auf UTF-8, weil dann funktionieren auch die Sonderzeichen. Als nächstes, das ist ein Komma-separiertes, das heißt, wenn wir es mit Komma ab können wir wegnehmen. Und im nächsten Fenster könnte man die einzelnen Spalten definieren, machen wir jetzt nicht. Und unter Advanced, also es müsste auch in der deutschen Version so sein, müssten wir noch den Dezimal von Punkt, also von Komma auf Punkt und Tausend auf Beistrich ändern. Und wenn man das jetzt importiert, hätten wir jetzt hier. Und jetzt sieht man gleich, leider gibt es mit Excel bei den Import oft Probleme. Es könnte funktionieren, aber oft so wie hier hat es leider ein Problem gegeben. Und hier ist eine Zeile, dass zum Beispiel irgendwo im Kommentar vom Export ist dann ein Sonderzeichen und deswegen hat es uns hier eine neue Zeile gemacht. Und das ist sehr problematisch, beziehungsweise wenn man richtig viel Datensätze hat, wäre das viel, viel Arbeit. Hier jetzt nicht. Es könnte aber auch funktioniert haben. Dann könnten wir jetzt einfach weiterarbeiten. Wenn du weiterarbeiten willst, dann würde ich noch hier unter Connections, also oben beim Reiter Daten, gibt es ein kleines Feld, das ist Connections. Und hier würde ich diese Connection entfernen.
Die Geschichte ist die, ich könnte hier immer Full Force drücken und wenn das CSV sich verändert, also die rote Datei, dann würde er das automatisch hier updaten. Aber das will ich nicht, weil die Connection bringt hin und wieder Probleme. Also das wäre die Variante 1 mit zuerst in Excel reinladen. Was ich aber empfehle und was wir jetzt machen werden, ist das Ganze über Google Docs zuerst zu laden. Das heißt, wir gehen auf docs.google.com, weil da der Import um einiges schöner geht. Hier wählen wir auf der linken Seite Tabellen aus, machen eine neue Tabelle und sagen hier importieren. Importieren musst du hier auf Hochladen gehen, weil jetzt müssen wir es halt wieder hochladen, obwohl wir es gerade runtergeladen haben. Und hier wählen wir wieder unser CSV aus. Und hier könnten wir die Einstellung passen. Hier ist Trennzeichentyp automatisch erkennen, Zahlen, Daten formatieren auch ja. Das macht eigentlich alles sehr gut automatisch. Wenn ich jetzt auf Daten importieren gehe, müsste er eigentlich perfekt alles reinladen. Ja. Das ist gleich viel besser als Excel, das heißt, er hat auch die Kommentare richtig, wenn wir die anschauen, hat er die Kommentare auch richtig erkannt, egal ob das Unterzeichen drin waren. Umlaute müssten eigentlich auch funktionieren. Also es geht um einiges besser. Das Einzige, wo er wieder Schwierigkeiten gehabt hat, ist mit Latitude, Longitude, also Koordinaten. Das ist natürlich auch problematisch. Das heißt, vielleicht sollten wir das nochmal löschen. Ich mache jetzt eine neue, schauen wir einfach mal. Da wir nochmal das gleiche importieren. Das wird wahrscheinlich die bessere Lösung sein, überhaupt mit den Koordinaten, wenn wir sagen, nicht gleich formatieren. Das heißt, hier sagen wir nein im untersten. Probieren wir das schneller mal. Ups. Aktuelles Blatt verwenden. So. Schauen wir jetzt, ob er es besser gemacht hat. Ja. Also besser nicht ihm automatisch umwandeln lassen. Schauen, ob der Rest um einiges okay ausschaut. Nein, es ist leider immer ein bisschen rumspielen, überhaupt mit den Kommentaren. Wenn du die Kommentare nicht exportierst, hast du weniger Probleme. Nur die Kommentare verursachen oft Probleme, wenn dein Sonderzeichen ist. Ja, schaut gut aus. Also auch nur eine Spalte. Also wie gesagt, am besten über Google Docs, über die Tabellen importieren. Und beim Umwandeln sagst du am besten nein. Habe ich gerade gesehen auch wieder, wegen, wie gesagt, mit den Koordinaten ist das immer problematisch. So, du willst aber wahrscheinlich in Excel weiterarbeiten und da ist halt Google Docs super, weil da sage ich einfach, ich will es dann wieder herunterladen aus Excel-Datei. Und wenn ich das jetzt als Excel-Datei runterlade und jetzt diese Excel-Datei aufmache, müsste die perfekt formatiert auch für Excel schon sein, ja. So, wie siehst du, hier sind alle Zeilen richtig erkannt worden und so kann man es auch sehr schön importieren. So, eins der ersten Sachen, was du kannst, ist links oben hinklicken, dass alles markiert ist, wieder auf Daten gehen und dann hier auf Filter klicken. Dann macht er automatisch einmal für jede Spalte einen Filter. Und du könntest schon mal zum Beispiel nur die rausfiltern, was Research-ID schon haben oder eben das Gegenteil, die noch nicht Research-ID haben. Zum Auswerten, ich bin jetzt nicht ganz der Excel-Profi, aber du willst das mit Pivots machen und da gibt es zum Beispiel gleich Pivot-Grafiken. Das heißt, du gehst hier auf Insert und da gibt es Pivot-Charts, heißt das. Du kannst auch nur ein Pivot-Table erstellen, das ist ganz links, aber wir schauen gleich den Pivot-Chart an, der ist hier rechts. Und wenn ich den Pivot-Chart sage, okay, er soll die ganze Tabelle einfach benutzen und ein neues Blatt machen, Tabellenblatt, okay.
Jetzt bekomme ich hier so ein Fenster. Und was ich hier machen kann, ist zum Beispiel, ich kann sagen, ich will, dass er die Scientific Names als Kategorie nimmt. Dann sehe ich hier alle ja, Scientific Names oder das, also rauswerfen ist einfach wieder rausziehen. Das gleiche geht auch mit Common Names. Dann sehen wir hier alle Common Names. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier auch einen Chart und ich will sehen, wie oft welche Gattung oder Spezies gefunden worden ist, dann kann ich hier Common Names und Values reinziehen. Dann ist das für ihn automatisch so eine Art Histogramm mit den Beobachtungen und du siehst es auch hier. Wenn du jetzt am Anfang statt den Pivot, wo haben wir es jetzt wieder da? Wenn ich jetzt nicht bei Insert, also beim Einfügen, nicht auf Pivot Chart gehe, sondern auf Tabelle, macht da auch wieder das Gleiche. Also da kann ich herschreiben, Tester Chart. Das ist Pivot-Tabelle. Und der Pivot-Tabelle geht im Endeffekt das gleich. Und wie gesagt, weiter unten, also ich meine, das ist ein bisschen besser, wenn man das Ganze exportiert. Zum Beispiel habe ich jetzt einen Familiennamen und hier haben wir die zwei Familiennamen. Und ich kann hier auch wieder Values und sehe auch wieder, wie viel so den Count zu den einzelnen Sachen. Also es geht alles mit Pivot-Dateien. Geht das wirklich gut und einfach. Und wie gesagt, sonst, das sind unsere Daten, und sonst kannst du hier oben jetzt einfach über die Filter deine Empfehlungen oder was du suchst raussuchen. Und wie gesagt, am Anfang bist du lässt einfach alles drinnen, weil hier können wir auch einfach die Spalten, was wir nicht brauchen, braucht man nur immer die Spalten markieren. Dann Rechtsklick und dann kannst du sie verstecken, also Hide. Ich würde immer Hide bevorzugt vorlöschen, weil du weißt nie, wenn du sie einmal wieder brauchst, dann könntest du sie wieder herziehen. Also so wäre das eine kleine Einführung und so könntest du importieren. Also kurz zusammenfassend, du exportierst aus iNaturalist mit den am besten mit den DAX und Extras, am besten mit allen würde ich gleich sagen, weiß nicht, was für die relevant ist. Dann entpackst du das ZIP und machst in Google Docs, was gratis ist, einfach ein neues Sheet, also Google Docs Sheet. Und hier einfach über Datei importieren und hier über Hochladen. Und wie wir gesehen haben, am besten nicht automatisch in Datum, Zahl und so konvertieren lassen, sondern eher nicht, weil sonst konvertiert er dir die Location, also Latitude, Longitude in eine Zahl und das bringt immer Probleme mit sich, wenn du sie später brauchst. Hast du das in Google Docs, kannst du es über Datei herunterladen, als Excel herunterladen, so wie gezeigt, beziehungsweise zeige ich dir auch noch schnell, theoretisch kannst du das alles auch hier machen, in Google Docs. Du hast ja auch über Daten Filter erstellen, passiert auch genau das gleiche wie mit Excel und ich könnte hier zum Beispiel auch nach nur Research filtern und ich könnte auch hier auf die Links klicken und du kannst auch hier auch Pivot, muss ich schnell, genau, ist auch unter Daten, kannst du auch Pivot erstellen, hier sind Pivot-Tabellen, sagst auch wieder neues Tabellenblatt, funktioniert ganz gleich wie in Excel. Und hier ist es nur ein bisschen anders aufgeteilt. Zum Beispiel hier in Zahlen, in Zeilen will ich auch die, sagen wir, die Familie haben wir gehabt. Habe ich auch die Familie. Und Werte will ich auch die Familie. Und ist genau das gleiche Ergebnis wie in Excel, nur schon in Google Docs. Und das kann man auch ganz normal speichern und weiter bearbeiten. Und wenn du das hier erinnern, zum Beispiel die Pivot-Tabelle machst und wenn wir das in Excel exportieren, Fledermaus 2, und dann aufmachen in
In Excel bleibt A der Filter, gleich wie wir in Google Docs gemacht haben. Und er kann sogar die Pivot-Tabellen übernehmen. Also da ist das zwischen Google Docs oder Google Sheets, besser gesagt, und Excel ist wirklich sehr gut. So, ich hoffe, das reicht und das hat dir geholfen. Bitte sehr.